Willkommen zurück bei Let's Play Okami! Ja, und ich wollte mal sagen, gehen wir zur Rau, gucken, was da passiert ist. Aber teleportieren uns. Aber es teleportieren oder nicht? Yay! Wir können es teleportieren. Wenn wir es jetzt teleportieren können, aber auch egal. Aber ja, Isun. Ja, ja, kennt man doch. Okay, geht's hier raus. Das wäre der schnellste Weg, dahin zu kommen. Okay. Und dann kommen wir wieder raus. Boom! Das sind wir. So, und... Sprung! Die Musik! Aber auch zu Raum, würde ich schon sagen. Aber wir hätten uns ja her teleportieren können. Den Weg! Mann! Wir müssen jetzt den gesamten Weg nochmal zurück zur Rau jetzt. Wir müssen aber mit Rau, ich habe schon den Verdacht, dass es jemand ist, den ihr gesehen habt gerade. Den beim letzten Part gesehen habt. Es ist nämlich der Kyubi. So, gut, los geht's. Gut, was ich sagen, dahin. Das Rau. Da ist wirklich Rau. Ja, sie ist fort. Wo ist sie hingegangen? Weil ich stelle mir auf der Weltkarte wirklich vor, wenn sowas wäre. Ich glaube, da könnte sich niemand verlaufen. Wo ist sie denn hin? Genau. Ich weiß ja schon, wo der hin will. Das war schon hinten sehr. Haben wir schon bei der. Das haben wir schon gesehen gehabt. Bei der Vorhersehung. Ich glaube, das ist schon zu spät gewesen. Die müssen hinten hinführen. Ich habe noch was gesehen. Und da haben wir eine Vase gefunden. Okay, Rau, willkommen. Okay, los geht's. Ab da unten. Schauen wir uns das Geheimnis an, des Brunnens an, erstmal. Führt denn das jetzt hin? Zu Himiko? Was? Zu Himiko führt das hin? Ja, das ist echt eine Frage. Warum führt das direkt dorthin? Hä?
Irgendwas ist falsch. Oh mein Gott. Ja, ich kann es schon denken. Ab nach oben, wollte ich sagen. Schnell zu Himiko hin. Aber so ist wirklich man sicher. So, los geht's. Das Himiko. Und Rao. Größer war als ich. Der Monster war 10 mal größer als ich. Ich glaube, das warst du. Ich glaube, ich brauche keine Angst zu haben. Sie ist es. Ich weiß warum. Ami kann, Feigs Amaterasu kann was sehen, was riechen, was Iso nicht sehen kann. Die Wahrheit. Was? Kanji Zaibo sei zu Ginchi Jinna. Er zeigt euch eine wahre Form. Ich wusste es. Ja, konnte ich. Ah, du kannst nicht. Also ehrlich, die freut sich zu früh. Ja, in der Finsternis. Oh, mein Gegenstück! Ui! Und das ist der Kyubi. Hundertprozentig. Thank you.
Genau. Hoffentlich kann man das wirklich erledigen. Au. Au, Schluss aufpassen. Na komm. Ne, der kommt nicht genommen wie jetzt die anderen Gegner. Ne, komm. Was ist denn los mit dir? Ja, schon Finsternis. Perle. Und dann die Barriere. Die Barriere ist wieder an. Ich glaube, jetzt zeigt ja die wahre Form. Der Neunschwänzige oder auch QB genannt. Da ist er. Was? Das ist aber wie Orochi. Verschiedene Elemente. Oh mein Gott, ja. Wir werden hinkommen. Ja, lach bloß. Kyubi, lach bloß, bis wir da sind. Das ist QB. Okay. Das ist gut, sowas. Oh Mann. Yeah.
Genau. Ich weiß auch, wo es ist. Kennt ihr den Ort, wo wir den Planeten kreisen haben? Das ist nämlich der Ort. Das hätte ich gerne als Videosequenz gesehen. Auf 34.000. Ich weiß wo. Los zur Uni-Insel. Lass uns Himiko rächen. Lass uns die Kyubi fertig machen. Denn was er Jan getan hat, das geht gar nicht. Wollen wir uns nun aber den Kyubi nur mal zeigen, was unsere Macht ist. Wir sind die Sonne, Amaterasu, die Sonne. So, ab nach unten. Aber erstmal gehe ich kurz bei Kaiser mal vorbei. Gucken, ob er das hat, was ich brauche. Ja, das war schon praktisch jetzt für die nächsten Missionen. Ich will gucken, was ich noch was holen kann. Ich brauche nämlich auch zum Kaiser noch was. Noch was ganz Wichtiges. Sag mal, natürlich nicht hier. Na gut, geh mal direkt dorthin. So, gut. Weißt du, das war alles geplant und ich dachte mir schon, dass sowas kommt. Wie viele Sensationen hast du immer damit?